Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und heute ist der Sammlungssamstag, der in seine nächste Runde geht. Und heute geht es um meine Face-Paletten, sprich Paletten, wo ich mehrere verschiedene Produkte mit drin habe, Blush, Bronzer, Highlighter zum Beispiel. Und die befinden sich hier in dieser Kiste und die möchte ich mit dir zusammen mir angucken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, denn ich mache das ja in meiner Sammlungs-Samstagsreihe so, dass ich dir Kategorie für Kategorie vorstelle und dich dann so einmal komplett durch meine ganze Sammlung durchnehme. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Ganze dann tatsächlich dauern wird, bis wir am Ende angelangt sind, aber heute sind dann die Face-Paletten dran. Ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Palette, die ich hier mal rausgreife. Ja, ich bin ja eine Sammlerin, ne? Das heißt, es ist ja so, dass ich auch manche Schätze hier drin habe, die einfach einen gewissen Herzenswert für mich haben. Und so ist es auch bei dieser Becca und Chloe und Malika Palette, sage ich mal. Das ist diese hier, die hat vier wunderschöne Paletten. Das ist die Malika Palette, eigentlich die etwas dunklere. Das heißt für mich eher eine Sommerpalette. Und so schauen die Töne aus. Es sind alles Schimmertöne, aber ich finde sie alle auf ihre Art und Weise wundervoll. Also das hier ist für mich auf jeden Fall ein Highlighter-Ton. Hier haben wir einen schönen Blush-Ton und dann haben wir hier noch einen Blush-Ton, der etwas dunkler ist und einen Bronzer-Ton, der tatsächlich matt ist. Jedenfalls so semi-matt. Seidiges Finish, aber irgendwie matt. Und das hat halt hier auch noch einen Spiegel drin. Ich habe übrigens immer noch diese Folie drauf, die kann ich auch mal entfernen, ne? Dann ist der Spiegel noch deutlich schöner. So, ich muss mir das jetzt hier kurz ein bisschen organisieren. Ich habe hier auch so einen Lappen, wo ich dann immer mal wieder zwischendrin meine Finger sauber machen muss, weil wenn ich jetzt alles swatche, darf sich ja nicht vermischen, ne? So, praktisch. Dann haben wir die vier Töne. Es ist ordentlich viel Produkt in diesen Fännchen drin, aber es war halt auch eine teure Palette. Also nicht aber und viel, viel mehr. Ne? Die Pigmentierung ist nicht so ultimativ, das heißt, du wirst jetzt nicht an die Wand gebasht mit dieser Pigmentierung von den Produkten, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Ne? Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier an der Seite und da swatche ich jetzt mal die ersten Töne hier. Beziehungsweise, das sind ja die vier Töne aus der Palette. Du siehst es auch, ne? Also es ist wirklich warm. Es ist schon dunkler, also auch dieser Highlighter ist für mich, den muss ich sehr, sehr, sehr vorsichtig verwenden, ne? Aber es geht auf jeden Fall. Die Blushtöne finde ich auch richtig, richtig schön, also wirklich vor allem für den Sommer und der Bronzerton geht bei mir auch vollkommen klar, auch wenn er etwas warm ist, aber er ist halt matt und das gefällt mir auch sehr, sehr gut an dieser Palette. Kommen wir nun zu einer Palette, die habe ich, glaube ich, mal von der lieben Vanessa, Mrs. Rosarot, bekommen. Das ist die Trend It Up Face Lights Palette und die ist richtig, richtig gut. Also sie lässt es nicht so vermuten, wenn man nur diese simple Verpackung sieht, ne? Aber die Qualität, die die Produkte haben, ist wirklich wundervoll. Du hast hier einen Highlighter, du hast einen Bronzer-Topper, einen Blush-Topper in etwas dunkler und einen Ton, den du als Blush-Topper oder als Blush-Solo verwenden könntest. Im Prinzip kannst du die Töne auch einsetzen, wie du lustig bist, aber die machen dir wirklich so ein richtig, ach, die machen dich einfach schön, ne? Zarter Glow und alles ist irgendwie shiny und feiny. Ne? Das ist shimmery. 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 Also es schimmert tatsächlich so vor sich hin. Aber es sind wirklich tolle Töne. Es sind vor allem auch tragbare Töne. Ich finde, dass dieser Blush mich auch sehr an den Nars Orgasm erinnert. Richtig krass. Oder halt auch an den Sleek Rose Gold Glow Blush. Ja, absolut. Und dieser Highlighter ist echt der Wahnsinn. Der ist richtig, richtig toll. Nasser Glow, tolles Gefühl. Bronzer-Topper sind nicht unbedingt mein Fall. Also das brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben. Aber es ist halt nice to have. Und gerade im Winter trage ich sowas. Ach Quatsch, im Winter. Im Sommer trage ich sowas dann auch gerne mal. Im Winter jetzt nicht unbedingt. Da bin ich dann eher matter unterwegs, was Bronzer-Produkte oder Konturprodukte angeht. Ne? Aber im Sommer mag ich, dass man glitzert oder scheint oder wie auch immer. Dann habe ich hier ein Produkt von Youstar, die Miami Vibe Palette. Das ist diese Highlight and Contour Palette. Die hatte ich im Adventskalender mit drin. Ich glaube nicht, dass man die so kaufen kann, aber wenn ich ein ähnliches Produkt finde, verlinke ich das auf jeden Fall, denn die Töne sind echt schön. Wahnsinnig schön. Also vor allem das Konturprodukt ist richtig klasse. Das Konturprodukt vermischt mit diesem Ton hier ist ein wundervoller Bronzer und der Highlighter ist auch klasse.
Ich bin eigentlich kein Fan von Face-Paletten. Ich mag das lieber, wenn ich tatsächlich die Produkte so habe und dann auch etwas stärker variieren kann, ne? Natürlich ist der Gedanke dahinter, dass man die Produkte dann aufeinander abgestimmt in den Paletten drin hat. Aber manchmal hat man einfach Lust auf Variation und verschiedene Verpackungen in den Händen zu halten und dieses Klacken und so. Mich triggert sowas positiv gesehen. Genau, dann swatchen wir dann diese Töne mal. Da haben wir wirklich... Also ein Highlighter, der ist echt, also... Kavuff, ne? Also der ist jetzt nicht stark schimmernd oder so, aber er ist einfach sehr, sehr hell, was einfach wintermäßig auch sehr gut passt. Und da das halt eine Palette ist, die auch in einem Adventskalender mit drin war, kann man sich nicht beschweren, ne? Finde ich ganz cool. Ich mache mir gerade ultra die Kriegsbemalung. Von Elf habe ich hier ebenfalls noch eine Palette mit drin. Wo habe ich die bloß weg? Ich weiß es gerade echt nicht. Das ist ein Blush und das ist ein Bronzer. Und das sind schöne Sachen, also auch mit so einem Spiegel, ne? Das sind matte Töne, alle beide, und das sind sehr subtile Töne. Die kann man auch sehr schön im Alltag tragen, ne? Das ist sehr praktisch. Das sind die beiden Töne. Und wir haben es 19.14 Uhr und draußen geht irgendwie gerade jemand entweder mit einem Laubpuster ab. Was macht denn mein Nachbar da? Was soll das denn? Okay, auf jeden Fall swatchen wir die beiden Töne mal. Geswatcht sehen die natürlich viel intensiver aus, als sie tatsächlich auf dem Gesicht sind. Also das sieht hier sehr, sehr dunkel aus, aber ich finde den Bronzerton auch sehr schön. Von Tarte habe ich die Hamptons Weekender Contour Palette, die ich irgendwie noch nicht richtig langfristig benutzt habe, was sehr schade ist, denn du hast hier einen schönen Blush, Bronzer und Highlighter Trio, ein schönes Trio. Wirklich klasse. Das ist der Farmers Market als Bronzer, dann der Summer House als Blush und als Highlighter der Beach Getaway. Wow, die Töne sind sehr cremig. Das heißt, sie lösen sich dann auch in dem Pfännchen ein bisschen, wenn ich da drin rumrühre. Muss man aufpassen. Aber der Bronzer. Oh, Bronzer-Kontur-Produkt ist so schön aschig. Also das ist eigentlich die perfekte Farbe. Dann hier der Blush. Leute, guckt euch das an. Das ist tatsächlich vom Farbton her eher wintermäßig, von der Intensität eher sommermäßig bei mir. Genau. Der Highlighter, darüber müssen wir gar nicht reden, der ist einfach wundervoll. Das ist ein richtig, richtig schöner Ton, ne? Ein schöner Champagnerton, der... Oh, guck dir das an. Wie das Licht reflektiert wird, ich finde es total klasse. Ja, Spiegel hat es auch noch mit dabei und das habe ich mir mal bei Sephora bestellt, als das Sale war. Krümmelt gerade ein bisschen im Pfändchen. Die müssen aber auf jeden Fall noch etwas häufiger verwendet werden, weil es einfach so schön ist. Im Prinzip auch eine schöne Weekender-Palette in der Realität, also dass du es quasi mitnehmen könntest im Urlaub oder wenn du mal für ein Wochenende wegfährst oder so, weil das halt dann wirklich platzsparender ist. Ich meine, da, ne, das ist ja der Grund von Face-Paletten, dass du das platzsparender hast, aber ich bin jetzt nicht so der Urlaubstyp. Nun denn, hier habe ich eine Palette von Zoeva, die Basic Moment Palette. Die war gratis mal irgendwann irgendwo mit dabei, als ich was bestellt habe, glaube ich, bei Douglas. Genau, das ist dieses Schätzchen. Und hier haben wir Blush, Bronzer und Highlighter. Wobei der Blush halt sehr, sehr, sehr subtil ist, ne? Der Bronzer heißt Unfinished. Oh, Liquid Clock ist dann der Highlighter. Und Yet to Come ist der Blush. Schöne Töne, ne? Wobei der Blush halt wirklich sehr subtil ist. Auch da frage ich mich, warum trage ich die nicht so häufig? Warum nicht, Claudi? Warum nicht? Also der Highlighter, der schreit nahezu, ne? Schon heftig. Aber schon schön. Warum benutze ich die nicht so häufig? Ich muss sie häufiger verwenden. Eindeutig. Und warum benutze ich dieses... Warum bewahre ich dieses Teil auf? Das kann eigentlich weg. Ja, ich... verstehe sowas nicht. Das Travel Kit von Miss Lynn. Das sind vier verschiedene Produkte hier drin. Blush, Bronzer, Highlighter und Puder. Setting Powder. Genau. Eigentlich echt schön. Warum verwende ich die so selten? Manche Sachen, die sind dann einfach in der Schublade oder halt hier in der Box, ne? Okay, das Puder ist jetzt nicht so hier, ne? Nicht so der Wahnsinn gerade auf dem kleinen Finger. Wieso swatcht sie Puder? Man weiß es nicht. Ah, der Blush ist halt ein Schimmerblush. Das Puder ist echt der Highlight. Der Highlight, das Highlight irgendwie. Naja, egal, hätte ich nicht swatchen müssen. Macht gar keinen Sinn. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Töne. Ich finde den Blush ein bisschen zu pinky, den Bronzer zu warm. Das Produkt darf gehen. Nein, habe mich jetzt entschieden, das Produkt darf jetzt tatsächlich gehen.
Das war jetzt tatsächlich mal in einer Box mit drin von Real Her Ultimate Glow Gitter, ein Chic Trio. Das ist dieses hier. Ich glaube, in der Glossy Box war das mit drin. Stimmt. Genau. Ja, da hast du Blush, Bronzer und Highlighter auch wieder mit drin. Und das sind halt auch wieder schöne Töne. Blessed, das ist der Blush. Der hat auch einen leichten Schimmeranteil mit drin. Goddess ist ein etwas sehr dunkler Highlighter. Und Incredible ist ein schöner Bronzer oder Konturton. Also im Prinzip, es sind schöne Farben. Man fragt sich wirklich, warum benutze ich das so selten? Also Blessed ist wirklich sehr hell, ne? Muss ich auch sagen. Ich mache eine zweite Reihe auf. Ja, warum verwende ich das so selten? Ich meine, wow! Das ist schön. Warum? Ich muss es häufiger verwenden, eindeutig, weil das ist echt ein schöner Ton von dem Goddess, ne? Der champagnerfarbene Highlighter-Ton. Dann habe ich hier aus dem Let It Snow Girl Set von Too Faced den Kopf. Und in diesem Kopf befinden sich Bronzer und Highlighter. Das ist der Chocolate Soleil Bronzer, den habe ich ja auch so schon da. Und der Angel Wings Highlighter. Also im Prinzip habe ich das nur in meiner Sammlung wegen dem Highlighter, weil den habe ich so nicht da. Das sind schöne Töne. Mag ich gerne. Ja, den Chocolate Bronzer sowieso, ne? Der ist schön. Und der Highlighter ist echt wahnsinnig. Wahnsinnig schön. Ja, ich finde die Verpackung ein bisschen billig, muss ich sagen. Also ich finde es schön, ja. Ist nice, aber es ist halt dieses Pappe und magnetisch nicht, aber dieses Schieben mag ich nicht so gerne. Aber trotzdem, schöne Produkte. Gut, Revolution habe ich hier auch noch mit drin. Das ist dieses Iconic Blush Bronze and Brighten Golden Hot. Das ist dieses Trio, auch wieder Bronzer, Highlighter und Blush, wobei der Bronzer einen Schimmeranteil hat und der Blush tatsächlich matt ist. Sehr subtil. Ja. Der Highlighter ist schön und der Blush ist eigentlich auch schön. Aber wenn ich mir das so angucke, ich habe doch relativ viele, die dem auch sehr, sehr ähnlich sind. Von dem einen oder anderen darf man sich ja auch mal trennen und ich glaube, na, ich weiß nicht, kommt eher so auf so ein vielleicht in meinem Gedanken gedönsen und am Ende des Videos kann ich mich ja entscheiden, ne? Ja. Ich habe nämlich noch so eine Palette von Revolution, die Ultra Contour Palette. Das ist diese hier, aber da sind eigentlich nur Konturtöne drin, ne? Also die ist, die kennt man doch, ne? Die ist auch richtig gut. Dann nehme ich jetzt erstmal die Highlighter-Töne. Das sind halt diese drei hier oben in der Ecke. Puder brauche ich nicht, ne? Das ist halt ein ganz normales rosastichiges und ein gelbstichiges Puder. Das muss man nicht. Wow. Ne, das sind halt ordentliche Highlighter, die sind krass pigmentiert. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Also diese Palette, die ist ja ziemlich bekannt. Gerade wegen der Konturprodukte ist die halt sehr bekannt. Oder beziehungsweise Kontur- und Bronzertöne. Genau. Weil die halt diese Vielseitigkeit bietet, ne? Und halt eine gute Pigmentierung aufweist. Schon schön. Die bleibt auch definitiv. Aber dafür, ja, geht die Revolution hier, die hier, die geht. Klassiker. Essence Hey Cheeks, geile Palette. Richtig geile Palette. Also die mag ich unheimlich gerne, muss ich wirklich sagen, ne? Du hast hier einen schönen, universell einsetzbaren Highlighter, muss ich wirklich sagen. Was ich alles sagen muss. Dann haben wir hier drei echt coole Blushtöne, wovon der hier auch so einen leichten Schimmeranteil mit drin hat. Und auch so ein bisschen, ja, er hat einen Schimmeranteil drin. Sagen wir es einfach so. Das ist kein Dupe zu irgendwas, nein. Okay, wow. Das hier sind die Fingerswatches. Der Highlighter ist echt schön. Ne? Den mag ich gerne leicht. Das ist ein schöner Champagnerton. Und die Blushes, ja, sind okay. Ne? Die kannst du halt alltäglich auch ganz gut tragen. Also das ist jetzt nichts, was sich so von der Sockenhaut, auch von der Pigmentierung her, aber sie sind halt schön, ne? Das ist, sind tragbare Farben, die ich gerne trage, tatsächlich. Vor allem dieser, also die beiden vor allem, ne? Wobei der hier ist für mich, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen dezenter und der hier ist krasser pigmentiert irgendwie. Frag mich nicht. So, dann gucken wir uns mal die beiden Bronzer bzw. Bronzer-Topper an. Das heißt, einmal haben wir den matten Bronzer und den Bronzer-Topper, den schimmernden. Ne? Das sind auch schöne Geschichten, die man halt auch so easy peasy schminken kann. Und ich finde es hier wirklich praktisch, dass du hier so
die Variation mit drin hast. Damit kann man sich tatsächlich auch sehr schöne Lidschattenlooks schminken, weil du halt hier, und das finde ich ja so klasse, diesen Bronzer-Topper noch mit in dieser Palette mit drin hast und den dann quasi als Außenschimmerton nehmen kannst, den als Innenschimmerton, den hier für die Lidfalte und ja gut, die muss man nicht einsetzen, aber den hier, den integriere ich auch ganz gerne in Lidschatten. Looks mit rein, also wenn es halt mal schnell gehen muss, ne? Finde ich, wirklich zum Reisen ist das hier schon meine Empfehlung, absolut, auch preislich gesehen. Das ist eine geile Geschichte. Gut, ein bisschen was haben wir noch, sprich zwei Paletten. Einmal von Catrice die Romantic Gardens Palette, das ist diese hier. Ja, die hatte ich zum Geburtstag bekommen. Und auch hier hast du wieder Blush, Bronzer und Highlighter, aber in zwei verschiedenen Ausführungen, was ich auch sehr interessant finde. Da haben wir zwei verschiedene Blushfarben, die auch in einer unterschiedlichen Helligkeit daherkommen. Ja, ne? Einen etwas dunkleren, einen etwas helleren, wie man sich halt gerade so fühlt. Kann ich ja mal hier swatchen. Die haben eine ordentliche Pigmentierung mit dabei, ne? Das muss man wirklich sagen. Das finde ich aber auch irgendwie ganz cool. Dann haben wir die beiden verschiedenen Highlighter, wobei ich den oberen etwas zu subtil finde. Also der hier oben, ne? Der ist mir etwas zu matt, sag ich mal. Sind die. Also die haben auch eine krass gute Pigmentierung. Huch, krümmelt schon. Genau, also gerade der untere, der ist wirklich sehr intensiv, ne? Finde ich schön. Ja, und dann haben wir zwei Bronzer, wovon, ja, mir eigentlich nur der hier gefällt. Der hier ist mir einfach zu rotstichig, das ist nichts für mich. Den kannst du als Blush schon fast bezeichnen, weil der halt auch so orange ist, ne? Das ist für mich jetzt echt kein Bronzer. Nun, den. Aber schöne Töne. Also vor allem der Bronzer, ne? Der ist ein bisschen zu warm tatsächlich für meinen Hautton, aber er gefällt mir. Ja. Da hat Catrice eine schöne Palette auf den Markt geschmissen, aber ich glaube, dass das auch eine von den Paletten ist, die jetzt mittlerweile leider ausgelistet wurden. Ja, und jetzt kommen wir zu dem letzten Schätzchen. Ja, die Après Chic Low Face Palette. Ah, von Becca, die ist so wundervoll. Ich habe die Becca Highlighter auch mittlerweile in so vielen verschiedenen Varianten. Das ist echt nicht mehr feierlich hier. Ich habe die teilweise als Monos, ich habe die teilweise als Lidschattenpalette und jetzt habe ich hier auch als Facepalette das Schätzchen. Ich stehe halt drauf, ne? Ja, das sind halt diese sechs verschiedenen Töne, wovon halt die beiden Töne eher weniger schimmernd sind und du die dann halt dementsprechend auch als Blush und als Bronzer richtig verwenden könntest. Und das hier sind wirklich krasse Schimmertöne, Highlightertöne. Ma. Schauen wir uns erstmal den Blush und den angekündigten Bronzerton an. Also die haben leichte Schimmerpigmente mit drin, aber jetzt halt nicht so ultra krass, ne? Das heißt, du glitzerst damit nicht wie eine Disco-Kugel, du kannst es auch ganz normal und subtil tragen. Das geht klar. Subtil ist gut, ne? Die Pigmentierung ist ordentlich. Aber ich meine, subtil im Sinne von, du glitzerst damit nicht. Erwachsen kann man es tragen, genau. Und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Highlighter an. Metall auf den Fingern, ne? Bei dem weiß ich nie, wozu man den tragen soll. Den kannst du als richtig krasses Inner Corner Highlight setzen. Hm. Und den dunklen werde ich wahrscheinlich auch nie tragen können. Aber, ne? Was eine Palette. Die habe ich auch im Sale ergattert. Sonst hätte ich wahrscheinlich niemals diese Euronen dafür ausgegeben. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Video zu meinen ganzen Face-Paletten. Ich bin begeistert, dass sie alle hier drauf gepasst haben. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt mitgerechnet. Das nächste Mal machen wir weiter mit Augenbrauenprodukten. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe witzigerweise doch einiges, obwohl ich immer, wenn ich Augenbrauenprodukte, verwende ich immer nur ein einziges Produkt, bis es halt leer ist. Also sehr, sehr merkwürdig. Aber ich habe ein sehr großes Backup. Also das kommt nächste Woche online. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!